Ein Jahr Minderheitsregierung Rot-Grün in NRW, eine ganze Menge Arbeit liegt hinter uns in diesem Jahr und wir haben eine ganze Menge an Veränderungen für NRW auf den Weg gebracht, versprochen gehalten. Unsere drei großen Ks für den Wahlkampf, Kinder, mehr für Kinder, mehr fürs Klima, mehr für die Kommunen, ja, da ist in diesem ersten Jahr eine Menge auf den Weg gebracht worden. Ja. Als stellvertretende Ministerpräsidentin unserer Minderheitsregierung kann ich einfach nur sagen, das war ein anstrengendes, aber auch ein sehr erfüllendes Jahr, weil wir es geschafft haben, mit der SPD auf Augenhöhe schon ganz viele Dinge richtig anzupacken, von den Kitas, die wir besser machen wollen, über die Schulentwicklung, die wir aufgeknackt haben, zu den Studiengebühren, was den Bereich Bildung angeht. Wir haben die Kommunen gestärkt. Wir arbeiten als Vorreiterland in Sachen Klima- und Energiewende zusammen. Also gute Ergebnisse in der Sache für die Zukunft Nordrhein-Westfalens. Ein gutes Zusammenspiel unter uns Grünen, zwischen Landesvorstand, Fraktion und den Kabinettmitgliedern und eben auch eine neue Kultur zusammen mit der SPD. Klima. Ja, das Klimaschutzgesetz ist auf dem Weg. Wir werden das dieses Jahr verabschieden. Wir haben einen neuen Windkrafterlass, eine neue Ermöglichungsstrategie für mehr regenerative Energien in NRW. Wir haben immer gesagt, NRW wird zum Land der Chancen für Kinder und Jugendliche mit Rot-Grün. Das ist eingetreten. Wir haben mehr gemacht in den Kitas, mehr Qualität. Wir haben ein Jahr in den Kitas beitragsfrei gestellt. Wir haben die Studiengebühren abgeschafft. Also die Campusmaut ist gefallen mit Rot-Grün schon im ersten Jahr. Und auch im Bereich Schule unheimlich viel Entwicklung. Wir haben die Kopfnoten abgeschafft, haben mehr gemacht für die Schülermitbestimmung und vor allem auch eine neue Schulform eingeführt. Die Gemeinschaftsschule, die unheimlich viel nachgefragt wird im ganzen Land und wo Silvia Lörmann jetzt ein Gesetz vorbereitet, damit auch die Gemeinschaftsschule gesetzlich verankert wird. Also für Kinder richtig viel getan. Ja, und das dritte K, die Kommunen, auch da ist eine Menge auf den Weg gebracht worden. Der Stärkungspakt Stadtfinanzen wird gerade konzipiert und wird auf den Weg gebracht. Wir haben aber auch eine Menge für die Demokratie in den Kommunen getan. Bürgerentscheide werden erleichtert. Wir schaffen mehr Tatbestände, zu denen Bürgerinnen und Bürger direkt entscheiden können. Die Hürden werden gesenkt. Kommunale Demokratie wird großgeschrieben. Wir wollen, dass Bürgerinnen und Bürger sich einmischen in den Kommunen und auch auf Landesebene. Volksbegehren, Volksentscheid, auch das Gesetz steht kurz vor der Abstimmung, dass wir Volksbegehren erleichtern. Ja, also man sieht, ein Jahr unheimlich viel erreicht. Ja, NRW ist zum Land der Chancen geworden. Wir haben viel umgesetzt, aber haben auch viele Herausforderungen. Ganz besonders natürlich die Haushaltspolitik, die sozusagen immer wieder eine große Herausforderung darstellt, wo wir einfach auch den Bund auch brauchen, dass die Bundesregierung endlich aufhört mit ihrer feindlichen Politik, was die Länder- und Kommunalhaushalte angeht. Da werden wir uns einen Arbeitsprozess machen, werden aber auch selber gucken, wo wir im Land wirklich sparen können, um eben diese Politik für Kinder, Klima und Kommunen umzusetzen. Das ist nicht leicht mit der Minderheitsregierung, aber wir stellen uns diese Herausforderungen, weil wir als Grüne viel hier erreichen können und deswegen freuen wir uns aufs zweite, dritte, vierte, fünfte Jahr mit Rot-Grün NRW. Ja, und zur Haushaltspolitik gehört der Ehrlichkeit halber dazu, auch diese große Bürde West-LB zu stemmen. Das ist eine Last, die wir in den nächsten Jahren hier weiter zu bewältigen haben, auch finanziell zu bewältigen haben. Diese Herausforderung stellen wir uns, da ducken wir uns nicht weg, das wird hart. Und wir sind aber guter Dinge, dass wir diese Herausforderungen meistern. Und jetzt kommt es natürlich auf die anderen an. Wir sind weiter die Koalition hier der Einladung. Wir laden weiter ein, mitzumachen und hier nicht zu blockieren, um das Beste für NRW. Darum geht's. So ist es. Viel erreicht, viel vor. Die Noten für unsere Minister sind gut. Das kann man in allen Zeitungen lesen. Und wir freuen uns auf die weitere Arbeit. Wo wir eigentlich die Kopfnoten abgeschafft haben. Stimmt. Ne? In den Zeitungen tauchen sie noch auf. Also, alles Gute und wir freuen uns auf die weitere Arbeit. Ein Grundsatz prägt unsere Arbeit, Betroffene zu Beteiligten machen. Dadurch schaffen wir es wirklich auch bei den Menschen, eine gute Grundlage für den Erfolg unserer Arbeit zu legen und auch eine hohe Akzeptanz dadurch für grüne Politik zu legen.